Herzlich willkommen, Personaltrainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, heute mit Ramona zum Thema funktionalem Krafttraining. Auf was sollte man achten bei der Bewegungsausführung von verschiedenen Krafttrainingsübungen? Heute sind wir wieder im Venice Beach Fitness Club in Karlsruhe in der Rückenburger Straße, dem Fitnessclub, die Nummer 1 in Karlsruhe zum Thema Fitness und Fun. Ramona führt uns jetzt die Klimmzüge vor. Dann natürlich für eine Frau, wie für viele Frauen, die Klimmzüge extrem anstrengend sind. Aber ich muss mich jetzt korrigieren, nicht nur für Frauen. Es gibt auch einige Männer, wo die Klimmzüge mit eigenem Körpergewicht nicht hinbekommen. Da gibt es jetzt zwischenzeitlich natürlich in jedem guten Studio, oder sollte es in jedem guten Studio, hier eine Klimmzugmaschine geben. Wie man hier sehen kann, die Klimmzugmaschine ist hier unten mit einem Pedal ausgerüstet in Verbindung mit einem Entlastungsgewicht, das man da hinten sehen kann. Und mit diesem Entlastungsgewicht ist es möglich, auch einem Anfänger bzw. einem leicht fortgeschrittenen, ob es weiblich oder männlich ist, ist egal, auch einen Klimmzug auszuführen. Hier kann man mit den Klimmzügen beginnen zu üben, sodass man irgendwann mal die Klimmzüge auch im Freien ausführen kann. Würdest du mal bitte loslegen? Jawohl, Ramona, stell dich unten drauf. Jetzt sieht sie hier unten, wird aufgestellt auf das Pedal. So, und jetzt geht sie langsam nach unten bis zur Streckung. Aber darauf achten, dass die Schulterblätter nicht ausgehängt werden. Und jetzt ziehst du dich bitte mal nach oben, maximal bis zur Kinnhöhe, langsam wieder runter. Ausgangsposition bis zur Armstreckung, aber nicht die Schulter nach unten ziehen. Und jetzt ziehst du dich bitte nochmal nach oben. Ellbogen bleibt in der Stellung gleich. Das heißt, Handgelenk und Ellbogen sind in einer Flucht. Das Ganze nochmal bitte. Und das Ganze nochmal. Sehr schön. Natürlich unter Belastung ausatmen. Und nach oben bis zur Kontraktion. Langsam wieder runter, wenn wir uns das mal von hinten anschauen. So, die Schulterblätter bleiben, nochmal Ramona, nach oben bis zur Kinnhöhe, langsam runter bis zur Armstreckung, aber nicht die Schulter nach unten aushängen. Genau, nochmal langsam runter, Ramona, stopp, jetzt lass dich mal nach unten ganz durchhängen, dass man sieht, wenn die Schulterblätter ausgehängt sind. So, jetzt hängt sie ganz durch und jetzt ist natürlich das Schulterblatt, in einer sogenannten Fehlstellung, in einer Zwangslage. Jetzt mal nach oben, fixieren Schulterblätter wieder, gut, und jetzt nach oben ziehen. Langsam wieder runter, stopp und wieder nach oben bis zum Kinn. Genau, nochmal von der Seite, dass man es nochmal sieht. Hier nochmal von der Seite, Ellbogen genau unterhalb vom Handgelenk. Darauf achten, den Ellbogen nicht unter Zug nach hinten zu drücken. Ellbogen schön halten, stopp, sehr schön, langsam wieder runter in die Ausgangsposition. Sehr gut, das waren Klimmzüge.